Ja, lange hat man gezögert, Chris Oliver, schicken Tanz. Und dann ging es dann doch recht schnell mit dem grünen Licht aus beiden Kammern des Kongresses. Wie wichtig, wie bedeutsam ist diese Entscheidung? Also zunächst mal ist es eine positive Meldung, weil natürlich eine Staatspleite der größten Volkswirtschaft der Welt eine Katastrophe wäre, dass die abgewendet ist. Da können wir uns tatsächlich ein Stück weit freuen. Aber wir sollten jetzt auch nicht in Euphorie verfallen, denn es gibt durchaus zwei negative Aspekte dieser Einigung. Ad 1, die Schuldenobergrenze wurde ja schon im Januar erreicht. Seitdem hat sich die Biden-Regierung nur mit außerordentlichen Maßnahmen über Wasser gehalten. Zum Beispiel hat man das Konto bei der US-amerikanischen Notenbank geplündert. Das muss jetzt wieder aufgestockt werden, wird dazu führen, dass wir in den nächsten Wochen einen spürbaren Liquiditätsentzug an den Märkten sehen. Das könnten so ungefähr 500 Milliarden US-Dollar werden, also durchaus eine Größenordnung, die spürbar ist. Und zum Zweiten ist es ja nicht nur eine Einigung im Schuldenstreit, sondern kombiniert mit einem Sparpaket für den Haushalt. Das bedeutet ganz einfach, wenn die USA in eine Rezession rutschen sollte, hätten wir diesmal deutlich weniger fiskalpolitischen Spielraum, um gegenzuhalten. Ja, das sind alles Punkte, die man schnell übersieht und werfen ein Licht natürlich auch auf die weitere Entwicklung des Aktienmarktes. Es gibt ja viele, auch große Adressen, die schon seit Monaten vor einer Rezession und einem scharfen Einbruch am Aktienmarkt warnen. Wie sehen Sie das? Wir waren sehr deutlich übergewichtet in Aktien, weil wir der Meinung waren, dass nach dem katastrophalen Börsenjahr 2022 es durchaus eine ganze Reihe an Positivaspekten gibt. Wir haben diese starke Übergewichtung jetzt allerdings in diese Euphorie hinein ein Stück weit reduziert. Das, was mich allerdings weiterhin konstruktiv für den Aktienmarkt stimmt, ist tatsächlich dieser große Pessimismus. Denn der spiegelt sich ja nicht nur in den Meinungen wider, sondern auch in der Positionierung der Großinvestoren. Die sind so stark in Aktien untergewichtet wie seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Die haben so hohe Liquiditätsbestände, dass mit jedem Kursplus, das wir jetzt sehen, der Druck natürlich wächst, dann doch ein Stück weit wieder die Aktienquoten anzuheben. Von daher glaube ich, es wird mit Blick nach vorne nicht mehr ganz so euphorisch werden, wie es vielleicht jetzt seit Jahresbeginn an den Märkten los war, aber es wird auch nicht die ganz große Katastrophe. Man muss auch bedenken, es gibt höhere Zinsen, aber noch längst nicht hohe Zinsen und der Arbeitsmarkt in den USA brummt. Wie ist denn Ihre Prognose, sagen wir mal, für den DAX bis Jahresende? Ich glaube, dass sich der DAX auf einem etwas höheren Niveau im Rahmen der Allzeithochs einpendeln kann, dass es aber durchaus in der zweiten Jahreshälfte ein Stück weit volatiler werden wird. Also, dass wir wieder stärkere Schwankungen an den Aktienmärkten sehen, die hatten wir ja in der ersten Jahreshälfte vor allen Dingen am Anleihemarkt. Von daher schließe ich auch nicht aus, dass wir temporär durchaus mal eine 10%-Korrektur an den Aktienmärkten sehen. Damit sind Sie eigentlich sehr zurückhaltend, weil viele, gibt es ja jetzt aktuell wieder im Handelsblatt, glaube ich, einen Artikel, reden auch davon, dass ein Einbruch mal bis zu 12.000 Punkte runtergehen könnte. Ist das übertrieben? Das halte ich für absolut übertrieben und zu pessimistisch, denn wenn wir uns mal die Berichtssaison für das erste Quartal anschauen, die war außerordentlich gut. Den Unternehmen geht es also sehr, sehr gut. Darüber hinaus sehen wir rekordhohe Ausschüttungen. Das ist in meinen Augen ein deutlicher Puffer für die Aktienmärkte und sollte einen ganz großen Einbruch verhindern. Chris Oliver Schickentanz, vielen Dank für das Gespräch und damit zurück nach Köln.